herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Call of Duty in der DMZ. Liebe Leute, wir haben noch ein paar Missionen offen und zwar in Summe ganze drei. Das ist das Maximum, was wir machen können. Und ich bin noch nicht ganz zufrieden, möchte ich dazu sagen. Wir schauen noch mal kurz rein, was wir für Missionen machen können. Das ist ein HRZ-Auftrag, also High-Rated Ziel, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall Gegner unbedingt. Wir haben hier zerstöre sechs Fahrzeuge. Wir haben in dem Raketenstellung ein und warten, bis eine Rakete die Raketen abschießen. Und wir haben kaufe in einem Laden ein LTV mit Geschütz. Schalte mit dem Geschütz 10 Feinde in Acta Village aus und zerstöre dann diesen LTV im Sumpf. Ich kenne die Mission. Schon ein bisschen. Die möchte ich aber gar nicht aktivieren. Vor allem ist die ja noch gesperrt. Ja, die ist ja noch gesperrt. Und radioaktives Material ist das, was auf jeden Fall dabei sein sollte. Definitiv. Und lockere Brieftasche will ich auch dabei haben. Aber das hier, plündere Computer, möchte ich noch nicht machen. Ich möchte das abwählen. Wo ist denn dieser Auftrag? Genau, hier. Das möchte ich abwählen. Ich möchte die Luftabwehr mit reinnehmen. Um ja eventuell gleich zum Start quasi eine gute Position zu haben, um diese Raketen, das Raketenterminal quasi anzunehmen und dann vielleicht entsprechend die Mission machen zu können und radioaktives Material sichern plus Geld im Laden kaufen. Das sind so die Nebenmissionen quasi. Als erstes ist hier quasi die Raketenstelle. So, nichtsdestotrotz gibt es zwei weitere Sachen. Wir haben einen mittleren Rucksack. Wir haben die M4 hier und wir haben den Panzerungsträger. Ich bleibe genau in dieser Konstellation. Wir schauen nochmal hier rein. Wir haben ein paar Schlüssel hier. Yummy Burger, Hinterzimmerschlüssel, Antiquitäten und so weiter. Deckarbeit, Werkzeugkasten, Endschlüssel. Gästequartier und was ist das hier? Umspannwerk. Werden wir uns widmen. Irgendwann, definitiv. Jetzt allerdings möchte ich hier mit unserem Dreierplattenträger, mit der Selbstwiederbelebung, möchte ich versuchen, diese Mission zu machen. Und ich bleibe auch bei der M4. Die M4 versuchen wir an der Stelle ein bisschen hochzuleveln. Was ich auch gerne machen würde, möchte an der Stelle, ist, wir gehen mal ganz kurz rein. Moment, wir gehen mal ganz kurz rein, ändern. Und zwar möchte ich anfangen, diese Scharfschützengewehre hier, oder sind das DMRs? Ich weiß es gar nicht. Sturmgewehr, Kampfgewehre. Nein, das ist es nicht. Werfer, Nahkampf, Scharfschützen. Das müssten eigentlich die Scharfschützengewehre sein. Genau. Nach und nach versuchen, diese Scharfschützengewehre hier freizuschalten. da schauen wir mal, wie wir da vorankommen. Jetzt erstmal bleibt es bei der M4. Ja, und ich würde sagen, exakt so gehen wir rein. Und es gibt noch eine Neuheit und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, in welcher Folge wir gerade sind. Macht aber auch nichts. Es gibt Neuheit. Und zwar, wenn ich hier reingehe, Gebäude 21, Leute, ist in 43 Stunden freigeschaltet. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wenn ihr diese Aufnahme seht, kann das durchaus sein, dass das schon, keine Ahnung, sechs Wochen aktiv ist. Denn die Folgen, die ihr jetzt seht, diese Release-Folge, die ist irgendwo im Januar. Ich nehme das Ganze allerdings am 22.12. auf, aus quasi letztem Jahr. Und das bedeutet, Gebäude 21, es bedeutet, wir können theoretisch in Al-Masra auch entsprechende Keycards dazu kriegen. Und das werde ich versuchen, natürlich die zu sammeln. Und von daher, ich werde jetzt auch nicht weit quatschen. Ich werde das hier mal anwählen. Wir haben diese Mission. Da gibt es ein paar Kontrabandwaffen, EP dazu und so weiter. Und auch noch die Schlüssel. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Ich bin etwas kränklich. Es kann also sein, dass ich mir zwischendurch ein Bonbon reinschiebe oder mal was trinke. Von daher, quatsch mir jetzt nicht lange. Ich hau uns rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Ja, bis gleich. So. Erbeutet und sichert Daten für Zugang zu neuen Missionen. Sehr schön, liebe Leute. Feindbedrohung ist hoch. Rechnet mit Kontakt. So, dann schauen wir mal. Eigentlich keine schlechte
keine schlechte Ausgangslage. Hier ist ein Spawn, da will ich nicht hin. Der Zug ist auch so ein Anziehungspunkt und hier ist auch noch so ein Magnet. Ja. Radioaktive Missionen sind zwei Stück hier unten. Das heißt, dass da werden wir wahrscheinlich schlecht rankommen. Raketenstellung wäre eine hier und eine dort am Exfil. Wisst ihr was? Ich werde jetzt Tatsache mal versuchen, einfach hier lang zu kommen. Also von hier lang, um die Spieler zu umgehen und dann hier zur Polizeistation. Ja, vielleicht ist das eine ganz gute, sinnvolle Sache. Jetzt einfach probieren möchte. Verkehrte Seite. So, der Zug, da könnten schon Spieler drauf sein, deswegen halte ich mich hier jetzt mal bedeckt. Jetzt hier auch am Flusslauf runter. Die KI soll noch schwerer sein, seit sie das Gebäude 21 mit reingenommen haben. Ich kann das jetzt noch nicht bestätigen. Weiß ich nicht. Tatsache nicht. Aber wir werden hier schon mal... Schauen wir mal, wie wir durchkommen, Leute. Da ist zumindest das Flugzeug. Das wäre schon cool gewesen, hätten wir das schon kriegen können. So, da sind schon Gegner, gut bewaffnete. Lassen wir mal links liegen. Ich will mich Tatsache etwas bedeckt halten. Das möglich ist. Das müsste hier das Polizeigebäude sein. Ultra 1, schließe Aufträge ab, um an Vorratsstationen Ausrüstung und Verbesserungen kaufen zu können. Ja, Tatsache, das ist hier eine Vorratsstation. Hier Kommando. Eine feindliche Raketenstellung ist im Gebiet online. Luftnahunterstützung zurzeit nicht möglich. Oha. Da hat wohl jemand dieselbe Idee gehabt wie ich. Das sind Zweierplattenträger. Hier ist noch eine Platte. Panzerungsausrüstung will ich nicht mitnehmen. Dann geht es hier irgendwo noch hoch. Schießt jetzt. Wir haben aber eine gute Chance, dass die von dort auf jeden Fall abhauen. Die Chance ist nicht gering. Ein
Plattenträger nochmal mitnehmen. Ein Foto noch. So, ich teste mal. Ja, das Problem war, ich habe das falsche Mikro angewählt gehabt. Das war Tatsache echt das Problem. Mit. So, jetzt hoffe ich, dass wir ebenfalls an diese Stellung rankommen. Minuten. Da sind Gegner drinne. Ich weiß nicht, ob wir hier noch mal rankommen. Ultra 1 hier Kommando. Sicherheitszone um den Ort errichten. Wir empfangen jetzt das Signal. Bei deiner Position. Bleib wachsam. Hoffen wir, dass die uns nicht kriegen. Wir müssen hier auch dranbleiben, leider. Ich hoffe, dass die, die in dem Gebäude sind, schon längst abgezogen sind. Hoffen wir es. Ja, die Feuerbeschuss ist da hinten. Das könnten die sein aus dem zum Dings. Ultra 1, Raketenstellung gesichert. Luftraum abgeriegelt. So, warte, bis die eine in Raketenstellung. So, mal gucken. So, feindlicher Trupp sichert Festung. Das ist auch in Ordnung. Darf er auch. Ich muss mal eben kurz gucken, ob wir... Okay. Ultra 1, gesteigerte Aktivität im Gebiet. Halte die Augen offen. Okay, irgendjemand kommt in meine Zone hier. Das heißt, ich werde mal aus der Zone raus. Raketenstellung haben wir schon mal eingenommen. Ultra 1
feindliche Vorratslieferung im Visier. Rakete abgefeuert. Sehr schön. Ich hoffe, das Ding geht gleich hier runter. Ultra 1 hier Kommando. Treffer bestätigt, Flieger zerstört. Fracht auf Taktikkarte markiert. So, Fracht soll markiert sein. Ich weiß gerade nicht wo. Okay, wo ist die Taktik? Ich meine, wo ist der Abwurf? Und nur die Vorratsladung. Ach, das ist die Vorratslieferung. Alles klar, Leute. Da müssen wir jetzt hin irgendwie. Ich hoffe, wir können das Auto schnappen. So, dann probieren wir es mal. Ob wir da so schnell durchkommen. So schnell wie möglich. Oh mein Gott. Mit dem Buggy. Wir hoffen mal. Hoffen wir mal, das ist auch die Mission. Okay, das hier und ja, sehr gut. Präzisionsschlag haben wir mitgenommen. Dann nehmen wir den Präzisionsschlag. Das sieht so aus, als hätten wir es geschafft, oder? Ich sehe es gerade nicht. Wieso sehe ich es gerade nicht? Da sehe ich es auch nicht. Warum taucht das nicht mehr auf?
Ah, hier taucht es auf. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr schön. Jetzt könnten wir theoretisch noch die Dings machen. Die Nuklearmission hier. Dann machen wir lieber diese Nuklearmission. Das ist, glaube ich, dreimal einfacher. Okay, da habe ich nicht mit gerechnet. Sollte oben sein. Sehr gut. Unter 1. Die Datensignalat Al-Katala atomares Material versteckt. Bergt es und bringt es zur Extraktion. Die Standorte sind auf der Taktikkarte. Sehr schön. Platten rein. Safe mitnehmen. Nukleardaten sichern. Und dann raus hier. Ich glaube, das ist das Ding. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich hoffe, das nicht in irgendeinem abgeschlossenen Bereich hier. Das muss nicht sein. Schauen wir, wie da hochkommen. Lass die Kamera hier stehen. Okay, danke. Kommando an Ultra 1. Du näherst dich jetzt dem Zielgebiet. Setze Geigerzähler ein, um das Material zu finden, und dann sichere es.
Ultra 1, Achtung, dein Geigerzähler registriert Strahlung. Du musst in Reichweite des Zielobjekts sein. Okay, und zweites Material. Mal sehen, ob wir noch eine Verkaufsstation finden. Da oben. Ultra 1, Zielobjekt gesichert. Begib dich zum Extraktionspunkt, um einen Bonus zu bekommen. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal. Geld haben wir gesammelt. Letzter Extraktionspunkt. Der nächste wäre dann quasi hier. Und haben wir noch eine Verkaufsstation? Ja, rein theoretisch haben wir sogar da noch eine Verkaufsstation. Dann wollen wir da doch mal hin, oder? Weit ist nicht. Aber das ist halt Quarry. Ultra 1, Achtung, der Wind nimmt zu. Evakuierungspunkt aufsuchen. Okay. Das hätten wir. Mittleren Rucksack brauchen wir nicht. Wir könnten den noch umsetzen hier. Großer Rucksack, jawohl. Und den hier. Ja. Können wir machen. Sehr schön. Und mit dem hauen wir jetzt ab, würde ich sagen. Lasst uns dahin fahren. Wir sehen einfach zu. Aber das ist übrigens auch das Fahrzeug, mit der wir theoretisch die hätten wir eine Mission machen können. Ich glaube, wir haben genug. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht irgendwo noch ein Spieler. Ich hoffe, wenn, selbst wenn, dass wir das noch so ein bisschen abfangen können. Hey, Buddy. Hey, Buddy. Hey, buddy. Don't shoot, don't shoot, don't shoot. Let's extract together. Are you friendly? Can you hear me? Okay, give me a sign if you can hear me. Wiggle, wiggle. I will not shoot you. I will not shoot you, okay?
Thanks, Buddy. Thanks, Buddy. GG. Ja, es gibt auch nette Leute. Sehr cool. Nice. Wie cool. Echt mal, das ist cool. Das macht Spaß so. Ja. Der war auch solo unterwegs. Coole Sache. Ja, Leute, schaut euch das an. 2 Missionen erledigt und 48.000 umgesetzt. Das ist schon gut. Noch 2 Kontrabandwaffen rausgeholt. Selbst Revive haben wir. Wir haben noch einen Schlüssel mit rausgeholt. Ey, bester Raid ever, oder? Nice. Guckt euch an. 15.000, 18.000 XP. Heftig, 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 heftig. Leute, das ist richtig gut. Perfekte Sache. Und wir haben 45 Schuss gemacht und noch einen Taktikgriff. Sehr, sehr cool. Ja, perfekt. So, jetzt haben wir noch einen Token. Apropos Token, müssen wir mal gucken, ob wir hier... Nein, können wir nicht. Die Frage ist, warum nicht? Aber ich vermute mal, das sind nur so Kaufsachen. Rang aktiv, inaktiv, okay. Nichtsdestotrotz, dann können wir es halt nicht nutzen, aber wir brauchen echt nicht mehr viel umsetzen. Wir brauchen nicht viel umsetzen. Und ja, wir werden hier die Kontrabandwaffe natürlich stashen. Wir werden das stashen, wir werden die abwählen. Wir werden zurück auf unseren Stim gehen. Splittergranate bleibt, es sei denn, wir können schon was anderes machen. Semtex könnten wir machen. Ja, wir nehmen mal Semtex mit. Wir nehmen mal Semtex mit. Wir haben eine Abschussserie, wir haben eine Gasmine und noch einen 3er Plattenträger. Das ist richtig gut. Wir haben einen großen Rucksack, Leute. Das ist richtig nice. Und ja, ich würde sagen, das war cool. Das war richtig cool. Das war einer der besten Raids, der besten Missionen, die wir jetzt hatten. Und noch das Coolste überhaupt oder das Geilste überhaupt. Mit den Leuten sprechen. Ja, manchmal hilft das echt viel. Und ja, auch in diesem Fall hat uns das richtig weitergebracht. Nichtsdestotrotz, die Folge ist an der Stelle zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Ganz wichtig. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.